An was denkst du, wenn ich Japan sage? Vielleicht Gaming, unheimlich gutes Essen, Kultur oder Mr. Nippon? Und was, wenn ich dir sage, dass man all das und noch viel mehr mit 100 Euro in der größten Stadt der Welt in 24 Stunden erleben kann? Viel Spaß mit 100 Euro, 14.000 Yen in Tokio, Japan. Als allererstes brauchen wir aber die Kohle. 100 Euro sind 14.000 Yen und die heben wir uns jetzt ab, damit wir uns einen schönen Tag machen können. Hörst du das? Alles macht Töne, es ist so krank. Das hier sind 14.000 Yen und ziemlich genau 100 Euro. Und von diesem Geld muss ich heute Verpflegung, Unterkunft, Freizeitaktivitäten und Transportmittel bezahlen. Und genau damit fangen wir jetzt an. U-Bahn ist die Möglichkeit hier in Tokio und wahrscheinlich überall in Japan zu traveln. 600 Yen, 24 Stunden, Unlimited Rides, kann man gar nichts sagen. Vor allem, weil Tokio eins der besten öffentlichen Verkehrssysteme der gesamten Welt. Das braucht es aber auch, denn Tokio ist mit 39 Millionen Einwohnern die größte Stadt der Welt und so ziemlich jeder, der dort lebt, benutzt dieses System, um von A nach B zu kommen. Also Bus, Bahn und so weiter. Bevor wir von dieser Karte aber jetzt Gebrauch machen, erstmal zum Frühstück. An Hauptverkehrspunkten und ihren Bahnhöfen wird nämlich nicht nur Bahn gefahren, sondern auch gelebt. Es gibt Einkaufsmöglichkeiten, Klamottengeschäfte und eine Menge Restaurants und Plätze, an denen man richtig gut im Bahnhof essen kann. Also die Bahnstationen oder Bahnhöfe sind hier gar nicht als solche zu erkennen, zumindest für uns Deutsche nicht. Es ist riesengroß, wirkt viel mehr wie ein Einkaufszentrum und genau deswegen frühstücken wir heute auch hier in der Bahnstation. Arigato. Grüntee aufs Haus und so ein warmes Handtuch, um die Hände sauber zu machen, gibt es in allen Restaurants. Aber dass das auch im Bahnhof so ist und dass man im Bahnhof frisch bekocht wird, also offene Küche, wir gucken den Köchen hier zu beim Kochen. Super schicker Laden. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht das Traditionellste, sich in den Bahnhof zu setzen und zu essen, aber das geht eben hier. Also es ist super einfach, es geht mega schnell und von hier aus können wir dann quasi in den Tag starten und überall in Tokio hin. Unser Essen ist da, Fleisch, ein Ei auf Reis, ziemlich einfaches Gericht. Zum Hauptgericht kommt noch eine Miso-Suppe, wir bezahlen unter 10 Euro. Mega geil und offene Küche und so, das macht halt schon was her. Arigato. 1280 Yen pro Hauptgericht inklusive Miso-Suppe als Vorspeise, Grüntee, der die ganze Zeit nachgeschenkt wurde. Und bei all diesen ganzen Ausgaben fragt ihr euch mit Recht, wie ich das alles im Überblick behalte. Die Antwort ist ganz einfach, Finanzguru, der Partner des heutigen Videos. Die App ist ein digitaler Finanzassistent, der alle eure Einnahmen und Ausgaben über verschiedene Konten verteilt trackt. Das Ganze ist komplett kostenlos und ihr könnt alle eure verschiedenen Konten und sogar Neo-Broker wie Scalable Capital mit in die App eintragen und habt dadurch euer Depot mit in der Finanzübersicht. Ihr seht, was reinkommt, ihr seht, was rausgeht und vor allem aber, wohin was rausgeht. Ihr seht alle eure Verträge an einem Ort in der App gebündelt und könnt diese dort direkt rechtssicher kündigen und bekommt ein Sparpotenzial angezeigt. Also wie viel bleibt am Ende des Monats real bei euch übrig, das ihr fürs Sparen, für Urlaub oder wofür auch immer benutzen könnt. Vielleicht zeigt euer Konto 1.000 Euro an. Finanzguru weiß aber, dass ihr noch 500 Euro Miete und 50 Euro für euren Handyvertrag zahlen müsst, dass also genau noch 450 Euro übrig bleiben. Das ist unheimlich wichtig, allgemein für die Übersicht, fürs Investieren, fürs Sparen oder wenn ihr genau in so einen Urlaub nach Japan wollt. Über den ersten Link in der Videobeschreibung und mit dem Code Dave könnt ihr Finanzguru Plus für ganze 3 Monate komplett kostenlos testen. Mit Finanzguru Plus hast du zusätzlich zur Grundversion noch weitere Features wie Analysen, smarte Budgetvorschläge oder das frei verfügbare Einkommen zur Verfügung. Also ladet euch die App herunter, registriert euch, verknüpft eure Konten, tragt den Code Dave unter dem Reiter Mehr ein und erlangt volle Übersicht über eure Finanzen. Und jetzt auch nochmal ein riesen Dankeschön an Finanzguru, die es möglich machen, dass wir so viel Zeit und Arbeit in die Videos stecken, um euch das bestmögliche Ergebnis zu liefern. Und damit jetzt weiter viel Spaß. Der Lebensunterhaltungskostenindex gibt Aussage darüber, wie teuer oder günstig Leben in verschiedenen Städten ist. Dabei werden Preise von ganz alltäglichen Dingen wie Brot, Wasser, einer Taxifahrt, einem Mac-Menü oder eben der Miete verglichen. New York ist dabei immer der Maßstab. Mit einem Wert von 100 auf Platz 11 gibt es also 10 Städte, in denen es teurer ist zu leben und eine Menge Städte, in denen es günstiger ist. So eben auch in Tokio, Japan. Tokio belegt mit 73,74 den 87. Platz im Index und sollte deswegen eben günstiger sein als New York. Und das hat beim Frühstück eben auch gestimmt. Aber wie sieht es bei anderen Punkten aus? Unsere Bahn ist da, wie immer in Japan, auf die Sekunde pünktlich. Ein Traum.
In Japan wird in der Bahn quasi nicht gesprochen oder telefoniert. Einfach weil viele Leute auf dem Weg zur Arbeit die Zeit noch nutzen, um zu schlafen und so. Aber nicht nur in Bahnhöfen gibt es einiges zu sehen und Möglichkeiten zu shoppen, sondern auch in Einkaufszentren. Und zwar in Einkaufszentren, die in keiner Weise mit dem zu vergleichen sind, was wir aus Deutschland kennen. Im Prinzip riesige Konsumtempel, in denen es nicht viele kleine Läden gibt, sondern wo dieses gesamte Ding ein Riesenladen ist. Alles gamified, überall Mucke, Sounds und so weiter. Ich bin etwas aufgeregt. Es könnte sogar direkt eine neue Rolex Trade-Up-Folge werden. Zumindest vor einigen Jahren konnte man hier richtig gute Deals machen und Kameras zu einem Bruchteil des Preises kaufen. Unheimlich viele Menschen an einem Platz, Rolltreppen in alle Richtungen, Töne, Werbung, Lichter und eben alles an Produkten, was man sich vorstellen kann. Von Füller über Gamingstühle zu Champagner, Lebensmitteln, Outdoor-Möbel, einfach alles. Alles blinkt, leuchtet. Und es macht Kopfschmerzen. Völlige Reizüberflutung. Ist kein Witz, wir waren eine Stunde drin, haben Kopfschmerzen bekommen und haben uns dann dafür entschieden, an den nächsten Platz zu gehen, an dem viel zu viele Menschen auf einem Haufen sind. Shibuya Crossing. Man kann nicht nach Tokio, ohne bei Shibuya Crossing vorbeizugehen. Nicht nur sind wir in der größten Stadt der Welt, sondern Shibuya Crossing ist auch die größte Kreuzung der Welt. Bis zu 3000 Leuten können in einer Ampelschaltung da drüber gehen. Und kein Witz, plötzlich habe ich mitten in der Menschenmasse einen Homie von mir gesehen in Tokio auf Shibuya Crossing und dann ziemlich schnell gemerkt, dass es gar nicht der Homie ist. Aber das war auch gar nicht der, den wir in Tokio treffen wollten, sondern Mr. Nippon. Dazu aber später im Video mehr. Und dann sind wir tatsächlich über den Zebrastreifen gelaufen. Ja, man mag es kaum glauben. Dann haben wir einen Kaffee im Starbucks getrunken, direkt an Shibuya Crossing, vermutlich der Starbucks mit der besten Aussicht, die es jemals bei irgendeinem Starbucks gab. Der Zebrastreifen war super. Nicht nur, weil es ein Zebrastreifen ist, sondern weil es eine der weltberühmtesten Sehenswürdigkeiten ist. Und hätten wir den Kaffee nicht getrunken, wäre das auch komplett kostenlos gewesen. So langsam kam der Hunger aber und das bedeutet, es ist Zeit für einen Snack. Family Mart, genau das gleiche wie 7-Eleven und so weiter. So ein Convenience Store und hier gibt's abgepacktes Essen. Hört sich erstmal nicht so gut an, ist aber tausendmal besser als alles, was man aus Deutschland kennt. Nudeln aller Art, vegetarisch, mit Fleisch, mit Fisch, quasi frisch, aber halt so eingepackt. Und ist nicht so kompletter Müll, wie man es aus Deutschland kennt. Ich glaube, ich nehme das hier. 369 Yen fürs Essen, 150 Yen für den Kaffee, ziemlich genau 4 Euro. Hammer. Und damit komme ich mit Sicherheit bis zum Abendessen. Das dachte ich zumindest. Nachdem ich nämlich das Essen ausgesucht habe und nichts lieber wollte, als es einfach nur zu verspeisen, ist mir eine Sache wieder eingefallen. Irgendwie hat es sich schon im Laden falsch angefühlt, das mit rauszunehmen. Und ich dachte so, oh, jetzt esse ich das einfach gerade auf dem Weg dahin. Und dann ist mir wieder eingefallen. Ich habe ein Video von Mr. Nippon gesehen. Link ist unten in der Videobeschreibung. In Japan wird im Gehen und jetzt vor allem in so einer Situation, in so einer vollen Straße, auf keinen Fall gegessen und getrunken. Also muss ich mich jetzt irgendwo in irgendeine Ecke verziehen oder so, mir das schnell reindonnern oder eben einen Ort finden, an dem es genehmigt ist zu essen. Das ist mein 3 Euro Essen. Dort vorne habe ich den Euro Kaffee angerichtet. Wäre für krank. Es würde sich niemand beschweren, wenn man das so im Restaurant bekommen würde. Willst du? Wenn es eine Sache gibt, die mich in Tokio wirklich nervt oder in Japan allgemein, es sind keine Mülleimer auf offenen Straßen. Man muss sich übelst die Finger wund suchen, bis man die Sachen irgendwie wegschmeißen kann und trotzdem ist ja alles clean. Ich trinke jetzt einfach in der Öffentlichkeit. Und das alles nur, um endlich gut gestärkt zocken zu können. Zur japanischen Kultur gehört Gaming und damit auch Spielehallen einfach dazu. 6 Stockwerke, voll mit Arcade. Die komplette Straße ist voll, die komplette Straße ist beleuchtet. Jetzt wird ein bisschen Geld verzockt. Das restliche Geld, das wir haben. Übelsüchtig direkt. Wir sollten lieber irgendwas spielen, wo wir durch das Spielen schon gewonnen haben und nicht uns durch den Gewinn erst besser fühlen. Und dafür gehen wir ein Stockwerk hoch. Ich würde sofort hier auf der Ebene irgendwas zocken. Ihr hört das schon deutlich lauter. Die Leute sind am Trommeln, bam, 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 alle Games am Zocken. Aber ich schwöre, auf dieser Ebene ist jeder Automat belegt. Hier ist alles belegt. Wir gehen weiter hoch. Aber hier geht's jetzt für uns Casual Gamer weiter. Aber als erstes hole ich mir was zu trinken. Überall in Japan und in Tokio stehen diese Vending Machines. Nice. 900 Yen für 2 Stunden Spaß und es war ein Traum. 500 Yen für den Greifarm hätte man sich sparen können. Die 400 Yen, die wir danach fürs Rennspiel ausgegeben haben, waren deutlich besser investiert. Aber all in all war das ein absolutes Erlebnis und ich würde sofort wieder hin. Nicht nur zum selber Spielen, sondern auch um den Leuten zuzugucken, die scheinbar etwas mehr Zeit dort verbringen. Denn das war fast noch beeindruckender, als selber zu spielen. Um dann irgendwie damit klarzukommen, keinen Hauptgewinn mit nach Hause zu nehmen, gibt es eine Lösung.
und das ist Frustessen. So, jetzt TikTok-Empfehlung mit Dave. Hier so eine kleine Gasse, sind rechts und links überall kleine Shops zum Essen und genau hier werden wir jetzt zu Abend essen. Für 1800 Yen in dieser Straße quasi vor den Augen bekocht zu werden, war schon wirklich was Besonderes. Dazu noch zwei Bier, auch alles im Preis mit inbegriffen. Das war wirklich ein Erlebnis. Also die Straße sah gut aus, man hat so eine Art Tapas gegessen, konnte sich viel rumprobieren und es hat sich irgendwie authentisch angefühlt. Auch wenn es das vielleicht nicht ganz ist, weil schon viele Touristen unterwegs waren, die Preise auch dementsprechend waren und man so ein bisschen das Gefühl hatte, die Ladenbesitzer machen Druck. Man wurde angehalten, etwas mehr zu bestellen, etwas schneller zu essen und wenn man die Rechnung bestellt hat, ging es auch relativ schnell, weil die nächsten Gäste schon auf einen Platz gewartet haben. Man merkt leider schon, es ist ein bisschen touristisch, aber es ist auch einfach unglaublich nice die Straße, unglaublich nice die Läden und super geile Erfahrung. Wahrscheinlich sogar mein Favorite bis dato in Tokio. Wir erinnern uns zurück an 100 Euro in New York. Da konnte ich für 99 Dollar gerade mal in einem 5-Personen-Schlafsaal pennen. Hab das deswegen damals nicht gemacht, weil ich sonst gar kein Budget mehr gehabt hätte und hab bei Leuten aus der Community gepennt. Jetzt ist es hier so, dass wir für 35 Euro ein eigenes Zimmer haben. In der größten Stadt der Welt, 38 Millionen Leute wohnen in Tokio. Das ist richtig krank. Das Zimmer ist zwar klein, aber wir haben ein eigenes Zimmer. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das Ganze ist, und vielleicht konntet ihr es euch schon denken, ein Kapselhotel. Und für diese 35 Euro pro Nacht haben wir jeder unsere eigene Kapsel, ein Schließfach und ein ziemlich sauberes Gemeinschaftsbad bekommen. Auch hier in der Dusche alles super klein, aber eben auch für kleines Geld. Bisschen Organisation, dann funktioniert das schon. 10 Uhr Checkout-Time, deswegen ist hier jetzt niemand mehr. Wir können euch die Pods zeigen. 2,5 Quadratmeter, man hat USB-Steckplätze. Kann lauter und leiser drehen, damit man die Ansagen von unten mitbekommt. So, yo, jetzt Checkout-Time. Wir können die nicht komplett zumachen. Es gibt quasi nur so ein Blind, das man runterziehen kann. Deswegen wird hier eigentlich nicht geredet. Und das war's. Besonders bequem ist es nicht. Besonders erholsamen Schlaf hatte ich auch nicht. Aber was erwartet man für diesen Preis in so einer Metropole? Also wenn ihr günstig nach Tokio reisen wollt, dann ist das vermutlich die beste Option. Und bevor wir jetzt aber von der Kapsel Gebrauch machen, erstmal noch zu einem Treffen mit einer ganz besonderen Person. Zum Tagesabschluss Nomi Hodai, was so viel bedeutet wie Freisuft. Zumindest auf begrenzte Zeit. Bier in so einem geilen Laden, wie auch da, wo wir gerade eben zu Abend gegessen haben. Ganz viele kleine Spots nebeneinander, gemeinsam mit Mr. Nippon. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf dem Zweitkanal vorbei, da gibt es eine Vlog-Playlist. Wunderbar. 2 Stunden All You Can Drink für 2000 Yen. Was meiner Meinung nach nicht nur ziemlich günstig, sondern auch ein gebürtiger Abschluss für diese 24 Stunden in Japan-Tokio sind. Somit haben wir 13.914 Yen insgesamt in dieser Zeit ausgegeben und damit unser 100-Euro-Budget fast komplett ausgereizt. Kommen wir nun aber zum Wie sehr lohnt sich ein Reiseranking und das hier wird ziemlich interessant. Anreise 2 von 5, weil langer und teurer Flug. Location 5 von 5, super viel zu sehen, Tokio war mega nice, super sauber, einfach all around eine super Experience. Fun Faktor 4 von 5, es gibt eine Menge zu tun, gutes Essen, fun, 4 von 5. Wohlfühlfaktor 5 von 5, es ist unglaublich, die Stadt ist, obwohl sie so riesig ist, unheimlich leise, niemand spricht in der Bahn, alles ist sauber. Wohlfühlfaktor ist in Japan wirklich richtig krass. Habe ich noch nie vorher so erlebt. Und nochmal Hinfaktor 5 von 5. Wir haben unheimlich viel gesehen, aber nicht im Ansatz alles gesehen. Ich möchte unbedingt nochmal hin. Japan hat mich in seinen Bann gezogen und es war eine Hammer-Experience. So eine gute Experience sogar, dass Japan mit 24 von 30 Punkten im Wie sehr lohnt sich ein Reiseranking auf Platz 1 an New York vorbeizieht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!